In unserem zweiten Teil vom exklusiven Jochen Schweizer Workout, MMA Home Workout, machen wir ein Techniktraining. Okay? Für diesen Part brauchen wir einen Trainingspartner. Ihr könnt dazu eure Freundin nehmen, eure Frau. Es ist ganz egal, ob dieser Mensch sportliche Fähigkeiten hat oder Kenntnisse hat. Es ist ganz egal, es funktioniert ganz, ganz einfach. Wie es geht, erkläre ich euch hier. Ich habe meine Schwester mitgebracht, Daria. Sie ist zwar fit, aber von Kampfsport hat sie wenig Ahnung, außer natürlich, dass sie mein größter Fan ist und meine Fights anguckt. Aber so von dem technischen Aspekt hat sie wenig Ahnung, weil sie es auch nicht trainiert. Ich denke, so wie die meisten Leute, die dieses Video zu Hause eben nachmachen. Okay? Also, wichtig ist jetzt, der Partner übernimmt quasi die Rolle des Trainers. Also, in dem Fall bin ich jetzt der Trainer und meine Schwester ist jetzt die Trainierende. Also, wir stellen uns beide in die Kampfstellung. Als Rechtshänder die rechte Hand nach hinten, als Linkshänder die linke Hand. Das Gewicht ist schön auf beiden Armen, auf beiden Beinen verteilt. Genau. Die Deckung ist oben am Gesicht, die hintere Hand schön am Kinn, die vordere Hand hier und wir bewegen uns. Und da ich jetzt der Trainer bin, muss sie sich an meine Distanz anpassen. Also heißt, wenn ich auf sie zukomme, geht sie zurück. Wenn ich nach hinten gehe, kommt sie auf mich zu und so weiter. Wir wollen eine Distanz halten von mindestens einer Armlänge. Also sie muss verhindern, dass ich auch schaffe, sie zu berühren. Und sie hält die ganze Zeit die Distanz. Okay, wir machen es mal fort. Und dabei ist sie immer zu mir gerichtet, als würde es mit dem Gewehr auf mich zielen. Geht das Ziel dahin, ziele ich darüber. Geht das Ziel dahin, gehe ich darüber. Also immer das Visier quasi zum Gegner. Okay? Das ist der erste Schritt von dieser Übung. Macht es mal ruhig für 2-3 Minuten. Ihr werdet sehen, es ist gar nicht so einfach. Vor allen Dingen auch wichtig, immer in der Kampfstellung zu bleiben. Also wir wollen nicht spazieren gehen, sondern wir bleiben die ganze Zeit in der Kampfstellung. Weil nur in der Kampfstellung sind wir auch jederzeit bereit, den Treffer zu setzen, wenn man die Lücke sieht. Okay? Jetzt nehmen wir, um das Ganze weiterzuführen, noch Schläge mit dazu. Okay? Also, wir trainieren normalerweise mit Pratzen, mit Schlagkissen. Ich zeige euch die mal. Also der Trainer zieht sich quasi solche Kissen an und der Kämpfer schlägt auf die Kissen. Ihr habt zu Hause sowas nicht zur Verfügung, deshalb machen wir es auch ohne. Ich kann auch ganz normal meine Handflächen dazu benutzen. Wichtig hier ist mir, dass wir immer diagonal schlagen. Also heißt, wenn ich die Hand mache, genau, kommt der Schlag diagonal. Bringe ich die Hand, kommt der Schlag so, zeige ich nach unten, will ich auch gerne den Schlag von unten sehen, kommt der Schlag von der Seite, jawohl. Also das sind mal die Grundschläge, okay? Wir haben einmal den Jab mit der Führhand, einen geraden Schlag. Achtet, dass hier schön gerade bleibt, schön gerade zurückgeht. Dann haben wir die Schlaghand, hier gehen wir genauso gerade. Wichtig da ist, dass die Power auch schön aus dem Körper kommt. Puh. Also dreht euch hier mit dem Oberkörper ein. Nochmal die geraden Schläge, eins, und zwei, dann haben wir die Uppercuts, das sind die Schläge quasi von unten, da komm mal her, die Schläge von unten, wo ich meinem Gegner, idealerweise, wenn er nach vorne gebeugt ist, von unten aufs Kinn schlage. Beispiel, ich ziehe im ersten Knie ins Bauch, er fällt dadurch runter und boom, dann beende ich mit dem Uppercut. Ganz wichtige Schläge. Und als drittes nehmen wir noch die Haken mit rein. Okay? Und jetzt verbinden wir das Ganze mit der Schrittarbeit. Also Daria passt sich an meine Distanz an. Jawohl, sie ist immer bereit zu schlagen, weil sie in der Kampfstellung ist. Und jetzt ziehe ich hoch, boom, sie bringt den Schlag. Jawohl. Sehr gut. Genau. Und ich würde euch empfehlen, am Anfang noch ganz langsam zu üben und auf die Technik zu konzentrieren. Wenn ihr dann mal ein bisschen drin seid, könnt ihr natürlich auch so ein bisschen die Bewegungen beschleunigen und das Ganze so schwerer machen. Wenn ihr irgendwann mal gut werdet, dann könnt ihr auch gleich zwei Schläge auf einmal machen. Bam, bam, jawohl. Oder hier, pum, pum. Sehr gut. Und genauso kann man ein ganz schönes technisches Training zu Hause machen. Es ist auch anstrengend. Ziel von dem ist es aber, sich nicht komplett auszupowern, sondern wir wollen den Fokus auf die Schrittarbeit, auf die Technik setzen, dass wir nicht nur ein Workout haben, sondern auch lernen, wie man jemand ordentlich als eine verpasst, okay? Natürlich nicht für die Straße, sondern nur für den Ring, okay?